Habe ich ja gesagt, ich gewinne. Niemals, niemals. Ja, das stimmt, oder? Oh. Och, Junge. Oh. Das Ding ist, ihr packt nicht mal alles. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ja. Ich würde Formel 1. Sortiert diese Formel 1-Fahrer nach der Anzahl ihrer Grand Prix-Siege. Die meisten nach ganz oben, die wenigsten nach ganz unten. Vorgegeben ist schon Sebastian Vettel. Soll ich anfangen? Scheiße! Wie nennt man alles? Hamilton erstmal. Also oben drüber. Ist mehr. Oben drüber ist mehr, ne? Ja, ja. Ist richtig. Darf ich? Schumacher? Der ist, sage ich mal, über Hamilton. Die haben gleich. Nein, Grand Prix-Siege. Nicht. Grand Prix-Siege, ach, nicht also Weltmeisterschaften. Ja, ich würde Schumacher zwischen Hamilton und Vettel machen. Richtig. Boah, ich hab zwei, Alter. Ich würde Mika Häkkinen unter Vettel. Richtig. Warte. Ja, Senna, ja, würde ich zwischen. Nein. Hat der mehr als Vettel? Warte mal. Ich würde sagen, zwischen Schumacher und Vettel. Falsch. Scheiße. Vettel 53, dann kommt Prost 51, Alonso 32, Niki Lauda 25, Häkkinen 20, James Hunt 10. Bundesliga-Stadion. Ich habe keine Ahnung davon. Sortiert diese Bundesliga-Stadien nach ihrer Kapazität. Das größte Stadion ganz oben, das mit der niedrigsten Kapazität ganz unten. Alles in Relation zum Borussia-Park in Mönchengladbach. Ist Berlin größer als Bayern? Ja, Signal Iduna Park ganz oben natürlich. Wenig verwunderlich, richtig. Dann, ich gewinne. Olympiastadion zwischen Signal Iduna Park und Borussia Park. Richtig. Keine Ahnung, ja, egal. Ich gehe einfach auf Risiko. Mercedes-Benz Arena zwischen Olympiastadion Berlin und Borussia Park. Richtig. Europa-Park-Stadion ganz unten. Richtig. Kann nicht mal falsch sein, ey. Ja, ich werde Weserstadion nehmen zwischen Borussia Park und zwischen Borussia Park und Europapark Stadion. Richtig. Zwischen, also reine Energiestadion zwischen Berlin und Mercedes-Benz. Falsch. Habe ich ja gesagt, ich gewinne. Olympiastadion hat 74.475, Mercedes-Benz 60.449, Borussia Park 54.022. Deutsche Bank Park 51.500 und Rhein-Energie hat 50.000. Ehrlich, so wenig, ne? Weserstadion 42.000, Europa Park 34.000. Das Kölnstadion kommt mir viel größer vor. Bayer Arena 30.000. Oder? Ich würde sagen, Europapokaltitel. Da. Sortiert diese Mannschaften nach der Anzahl ihrer Europapokaltitel. Die Mannschaft mit den meisten Titeln ganz oben, mit den wenigsten Titeln ganz unten. Alles in Relation zu Manchester United. Real Madrid ganz oben. Ja, Alter. Ist richtig. Ja. Dann kommen. Warte. Bayern München zwischen Bayern, also zwischen Real Madrid und Man United. Richtig. Dortmund unten runter. Also unser Menü. Richtig. Ich würde Parma unten, also unter Borussia Dortmund. Falsch. Warum? Wie viele hatten die? Drei. Celtic hat einen Titel, Dortmund zwei, Parma drei, United fünf, Sevilla schon sechs, Bayern München acht, Liverpool neun, Barcelona 12, Real Madrid 16. Körpergröße. Och, Junge.
Mal gucken, was für Leute aber kommen. Ach du Scheiße. Sortiert diese BVB-Spieler des aktuellen Kaders nach ihrer Körpergröße. Ja. Der größte ganz oben, der kleinste ganz unten. Marius Wolf ist vorgegeben. Ich würde sagen, Greg ist über Marius Wolf. Richtig. Marco ist unter mir, also kleiner. Richtig. Rafa ist unten unter Marco. Richtig. Boah, eklig. Sally ist zwischen Marco und Rafa. Ja. Und das ist falsch. Ja, Sir. 2-2. Sally ist etwas größer als Marco. Also niemals. Niemals. Ja, das steht doch da. Sally Özcan ist doch nicht größer wie Marco Reus. Marco ist 1,80, Sally 1,82. Niemals, also niemals. Aber wir machen 2-2, ist doch wunderbar. Bundesligaspiele oder Bundesliga-Torschützen? Bundesliga-Torschützen, ja. Bundesliga-Torschützen. Ja. Oh. Sortiert diese BVB-Stürmer nach der Anzahl der Tore, die sich für den BVB in der Bundesliga erzielt haben. Der Spieler mit den meisten Toren ganz oben, mit den wenigsten Toren ganz unten. Wir haben euren ehemaligen Kollegen Erling Haaland einmal vorgegeben. Das Ding ist, ihr packt nicht mal, Alter. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ja. Nee, keine Ahnung, wie das jetzt was Falsches sagt direkt. Ich sag einfach sofort falsch und da habe ich gewonnen. Ja, ich denke mal, Chapuisat ganz oben. Das ist richtig. Ich würde Aubameyang unter Haaland haben. Und das ist schon falsch. Warum? Ober hat 98 Tore für den BVB erzielt in der Bundesliga, Erling 61. Ah, okay. Hat mehr gewonnen. Schade.